So, meine lieben Freunde, wir sind auf die rechte Seite gegangen. Ja, und es sieht sehr, sehr ruhig aus. Ich weiß jetzt nicht, wo die drei Maschinen sich hin verpieselt haben. Aber wenn ich das richtig sehe, sind die weg. Das macht mich. Ah ne, da vorne sind sie. Die sind nicht weg, die scannen da irgendwas ab in diesen, in dieser Hütte. Frage. Oh, scheiße. Oh, oh. Okay, ich habe ja gesagt, wir wollten noch ein bisschen weiter rum. Na, ich hoffe, hier vorne steht jetzt nichts. Das Gute ist, dass es hier schön abschüssig ist, ne? Kirche. Die haben wir. Zufluchtsort. Hauptmission. Okay, die wollen wir natürlich machen. Jetzt habe ich da natürlich noch irgend so ein anderes blaues Symbol in die Richtung. Und links von der Kirche nochmal. Ich soll das jetzt das darstellen? Ne? Da blicke ich noch nicht ganz durch. Schön in der Hocke bleiben, mein Freund. Das Blöde ist, wir müssen hier auch nach hinten gucken. Wir müssen hier alles, wirklich alles absuchen. Wer weiß, was uns hier noch für Maschinen erwarten. So, jetzt bin ich natürlich sehr, sehr offen. Was scannen die denn da vorne? Sehe ich da ein Fahrrad? Okay, cool. Hm? Den kann ich nicht durchsuchen. Wow. Nehmen wir alles mit erstmal. Solange wir hier noch nicht verfolgt werden. Wo sind denn die beiden, die da unten standen? Ach, die gesehen? Geht sofort die Anzeige an. Ja? Ach, da hockt einer, ne? Auch alles mit. So, solange die Maschinen da vorne schön in Ruhe ihre Sachen machen. Warte mal, das haben wir ja bei dem Fahrzeug gar nicht gemacht vorne. Können wir auch noch mitnehmen. Und es scheint ja ein... Was war das? Ein Zufluchtsort zu sein. Also für mich heißt das dann, dass ich hier meine Ruhe habe. Unterschlupf freigeschaltet. Ah, ja, doch. Perfekt. Aber das heißt natürlich auch, dass wir die drei Maschinen draußen fertig machen müssen. Whiteboard-Nachricht lesen. Die auf dem Whiteboard hinterlassene Nachricht lautet: Wir sind zum Bauernhof Stenghaga gegangen, um uns mit dem Andersons zu treffen. Geh dorthin, Johnny. Ein Pfeil zeigt nach Westen. Okay. Wenn das so ist. Unterschlupf, Kirche von Blablabla. Kirche von Blablabla. Ein Pfeil zeigt nach Westen. Das ist der Bauernhof von Stenghaga. Oder was ich da gerade gesagt habe. So, wenn man mal guckt, man denkt jetzt schon, wow, was für eine Riesenkarte. Ja, wir sind jetzt von da nach da gelaufen. Ach, und hier oben ist der Jäger, die Nebenmission. Das wollten wir eigentlich auch noch machen. Wieso bin ich denn da nicht lang gegangen? Das werden wir auf jeden Fall noch machen.
Wenn man jetzt aber mal guckt, das ist die ganze Karte. Übel, oder? Ist das nicht der Knaller? Und nicht nur das hier. Okay, dann werden wir uns jetzt mal um diese drei Maschinen kümmern. Und dann werden wir mal zum Jägersposten. Eine Nebenmission kann ja immer nur was Gutes sein. Wir schauen aber mal, was wir jetzt haben. Eine Botschaft in der Kirche von Blablabla verrät, dass sich auf einem nahegelegenen Bauernhof namens Stenhagar vielleicht findet den Bauernhof. Na, den haben wir ja jetzt gesehen. So, gibt's hier Medical. Hier hat einer geratzt. Komm, komm. Zeig mir noch ein paar Rucksäcke. Ah, sehr schön. Radio nehmen wir. Und wieder ein bisschen Heilung. Heilung ist immer gut. Noch mehr. Was das auch immer ist, nehmen wir mit. Wow. Boah, wieso bin ich denn aus Versehen auf den Knopf gekommen, Alter? Was haben die da draußen nicht gehört? Okay, stimmt aber was nicht. Dann sind die doch abgelenkt, oder was? Also, normalerweise hören die das sofort. Und sind auch sofort da. Sind auch sofort in Aufruhr. So. Gehen wir nochmal einmal hoch. Nicht, dass sie hier gleich von hinten überrascht werden. Das kann ich jetzt gar nicht ab. So, was sind das hier alles für Sachen? Was hat das denn mit den... Wie viel kann ich überhaupt tragen? Weiß man? Ach hier, Gewicht. 24 von 64. Was hat das denn mit den ganzen Radios zu tun? Kann ich die auseinandernehmen? Oder kann ich jetzt Stereo hören? Benutzen zum Recycling. Wie? Ach, warte mal. Wo ist mein Radio? Radio? Benötigte Ressourcen. 5 Komponenten. Na, ja, was macht er, wenn wir jetzt recyceln? Alle Ressourcen auslagern. So eine Station ist das. Ich habe gedacht, man macht aus fertigen Gegenständen Rohstoffe. Aus dem Radio, Kupfer, Drähte. Aber er möchte einfach nur die Rohstoffe haben, weil es ist nur ein Ressourcenlager, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Hier kann ich nichts herstellen, oder was? Hier sind die Ressourcen drin. Die hat er aussortiert und das war's. Ach doch, hier war noch Gegenstand recyceln. Die Munition kann ich recyceln. Können wir noch recyceln? Das nicht. Gegenstand recyceln. Adrenalinspritze. Ich drücke jetzt einfach mal um zu. Oder ich gucke erstmal, ob wir etwas haben. Ja. Möglichkeit, irgendwas Unnötiges, was man recyceln kann, ne? Aber was ist denn unnötig? Batterie, ja, macht er nicht. Auch nicht. Radio, wieso kann man das nicht recyceln? Das verstehe ich nicht. Ein Baseballschläger recyceln. Drücken wir mal E. Müsste ja Holz rauskommen. Willst du diesen Gegenstand recyceln? Was ist da jetzt rausgekommen? Holz hatten wir schon 18 Mal. Weiß jetzt nicht, was rausgekommen ist. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Dann werden wir nochmal eine Adrenalinspritze recyceln. Ach doch, hier. Da hätte ich vielleicht mal vorlesen sollen. Ich Idiot. Hier steht das. Elektrolyt 8 Mal. Plastik 16. Titan 4. Kupfer 4. Tungsten 2. Wir wollen aber nur ein recyceln, ne? Entweder alle oder keins, oder willst du mich verkackeiern oder was? Na, egal. Was können wir hier machen?
Kleidungsfertigungsstation. Pläne anzeigen. Mit Klebstoff, Stahl und Plastik. Können wir eine kugelfeste Jacke machen? Ah, jawohl. Hatte ich noch Klebstoff am Mann? Nee, das war nämlich in dieser Recyclingstation schon drin. Genau, 6-mal. Ah, okay. Alles, was ich da reinschmeiß, kann ich auch da hinten benutzen. Das wollten wir ja auch mal einmal in Erfahrung bringen. Da ist noch Adrenalin. Wir gucken uns noch mal einmal kurz um. Och, herrje, wo geht denn das hin? Oh, zieht ja ganz schön hier. Ah. Ja, das, das sieht doch schon mal ganz, ganz anders aus, ne? So, hier können wir schon mal Rumsi-Bums machen. Da ist der LKW. Okay. War hier hinten noch irgendwas? Nee. Wir müssen trotzdem Munition sparen, das nützt ja alles nichts. Gut, dann gehen wir vorne nochmal gucken, ob wir diese Viecher vielleicht irgendwie aus dem Fenster erledigen können. Ja, hier gibt es mit Sicherheit auch noch was zu looten. Ja, natürlich, noch ein Radio. Ja, ich habe noch nicht rausgefunden, was ich damit machen soll, aber... Munition. Eine Lagerbox. Ja, moin, okay. Geht's da raus? Okay. Die alte Bettan. Mehr lesen. Z. Markus, falls du dies liest. Vorhin hieß ich noch Johnny, ne? Naja, egal. Wir haben beschlossen, nach Stenhager zu gehen und uns dort mit den Andersons zu treffen. Hoffentlich kannst du uns dort treffen. Denn wir können nicht länger warten. Ich habe die alte Bettan in der Kirche versteckt. Dort, wo du dich immer versteckt hast, als du jung warst. Erinnerst du dich? Die ist geladen. Also sei vorsichtig. Genauso, wie ich es dir beigebracht habe. Okay, Papa? Bettan. Habe ich das richtig ausgesprochen? Bettan? Bettan? Na, das scheint ja hier die Bettan zu sein. Okay, meine lieben Freunde. Ich glaube... Ich werde jetzt versuchen, die Maschinen hier fertig zu machen. Und dann werde ich mich langsam auf den Weg machen. Richtung der Nebenmission, nämlich der Jagdhütte. Und sollte das interessant werden, dann schalte ich euch wieder mit dazu. Ansonsten treffen wir uns an der Jagdhütte. Also, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video.